Ich habe gesagt, normalerweise würde jetzt hier so ein kleines, lustiges Intro kommen, aber dafür habe ich einfach keine Zeit, denn ich muss morgen 5:30 Uhr aufstehen und ich meinen Bus schaffe, um nach Nürnberg zu fahren. Das Witzige ist, wenn ihr das Video seht, bin ich aus Nürnberg wieder schon zurück von der Spielwarenmesse und außerdem ist mein Guthaben für Intros bei meiner Tochter aufgebraucht. Ich muss warten bis zum 1. Februar und das ist erst wieder morgen. Heute ist nämlich der 31. Deswegen werde ich jetzt dieses Set für euch bauen. Ich lüge ja schon wieder, ich habe das ja schon gebaut und werde jetzt danach erstmal meine Daumen kühlen. So viel kann ich euch schon mal verraten. Ansonsten könnt ihr mir ja sagen, ist das ein Oldtimer oder ist das ein Hot Rod? Tarasa aus Berlin. Ich sage mal, hier wird nicht gekleckert, hier wird geklotzt. Deswegen schieben wir den hier mal zur Seite, den guten Retro-Fantasy-Retro-Food-Truck. Und würde ich sagen, stürzen wir uns gleich aufs nächste Modell. Also ich werde mich gleich aufs nächste Modell stürzen, das wir euch bauen. Naja, eigentlich baue ich es für mich, aber ich zeige es euch. Und zwar Reobricks, die 11033 Technology. Das heißt einfach nur Technology. Ja, der geneigte Zuschauer und Kenner der Materie wird wissen, das ist ein Hot Rod. Wir bauen ein Hot Rod. Ein sehr spezielles, wie ich finde. Also ich mag es. Ich mag es, ich mag es, ich mag es. Wie ich mal gehört habe, Hot Rods kommen aus der Zeit der Prohibition, also als Alkohol in den Vereinigten Staaten von Amerika verboten war. Irgendwann in den 20ern, würde ich sagen. Ja, auch hier kommt dann nicht auch Bonnie und Clyde her aus dieser Zeit. Genau, da haben irgendwelche Leute ihre Autos umgebaut, damit sie schneller vor der Polizei fliehen können und ihre Sachen schmuggeln können. Stichwort Smuggler's Run. Gibt es auch ein ziemlich cooles Spiel auf der PlayStation 2, glaube ich. Smuggler's Run 1 und 2. Hat damals sehr viel Spaß gemacht. Ja, und angeblich ist ja wohl daraus auch die NASCAR-Serie entstanden. Ich weiß es nicht. Autos ist so, ist mein Wissen sehr oberflächlich. Ne? Lenkrad, vier Räder, vorwärts, rückwärts. Blinkerwasser ist manchmal alle. Und wenn du Mercedes und BMW fährst, hast du immer Vorfahrt. So war das, oder? Ansonsten gibt es hier leider einen sehr großen Aufkleberbogen, der sich auch sehr dünn anfasst. Ne? Was ja nicht verkehrt sein muss, wenn die Aufkleber sich nicht so dick abheben auf dem Material. Aber ich sehe sehr viel, die Türen werden darüber gemacht. Der Kühlergrill. Auch vorne. Ich muss mal schauen, ob ich die rauf mache. Also ich würde jetzt vielleicht das Armaturenbrett raufbringen. Den Rest würde ich vielleicht lassen. Also die fällt mir nicht. Ansonsten ist die Anleitung ein bisschen eigenartig. Weil die ersten 1, 2 Seiten ist so hochglanzend, das fässt sich schon fast wasserfest an, so wirklich plastisch, ne? Wie, als ob das wirklich stark beschichtet ist. Und dann ab Seite 3 haben wir dann wieder normales, dünnes Papier. Natürlich die letzten beiden Seiten auch so. Und wir haben, ich weiß jetzt nicht, ob bei Reobricks das Standard schon, eigentlich nicht, ne? Reobricks waren auch eher die, die keine Teilelisten machen. Finde ich persönlich sehr gut. Nicht nur, dass wenn man das später wieder auseinander nimmt, gucken kann, ob alle Teile da sind, was ich noch nie gemacht habe. Aber wenn man zum Beispiel Ersatzteile braucht oder auch hier die im Bausteinreich haben mir gesagt, das ist immer ganz hilfreich, kann man gucken, ob man diese Teile drin findet. Ansonsten benutze ich Teilelisten. Ja, wenn ich mich irgendwie verbaut habe und gucke, wie viele Teile davon eigentlich da sein müssten und ob noch welche kommen, dafür benutze ich die. Aber jetzt für das Auseinandernehmen. Ich glaube nicht. Wenn ich es jetzt auseinandernehme, stopfe ich die in meine Tüte und sage, ich habe sie auseinandergenommen. Wir haben 78. Nee. Moment, Moment, Moment. Ich schau mal. Nee. Wir haben drei Bauabschnitte. 1, 2, 3. Reobricks nennt sie A1, A2 und. Nee. Jetzt erzähl Blödsinn. Die Bauabschnitte heißen ABC. So rum. Und dann ist A1 der erste Bauschritt und C1 dann der erste Bauschritt von Bauabschnitt 3. Keine Ahnung, weil auf den Tüten knistert wieder. Oh, die falsche Tüte. Freunde, ich wurde verraten. Wo sind meine Tüten? Sekunde, hier unten. Weil auf den Tüten stehen Zahlen. Bauabschnitt 1, da ist der Rest, ja. Ich gucke mal, vielleicht mache ich nach Bauabschnitt B, in diesem Fall 2, kurz Pause, zeige euch, wie es sich bauen lässt hier in diesem Weinrot, Braun, Kupfer, Bronzefarbenen. Ja, habe ich auf UWOP gekauft, ich weiß den Preis nicht, steht unten drin, ich mache euch den Link auch rein, falls euch interessiert. Ich habe, wie gesagt, da gekauft und auch bezahlt und wenn ich jetzt da den Link hinmache, freue
freut sich nur UWOP. Also, ich habe mich auch gefreut, weil ich gezählt habe, aber das ist jetzt kein Affiliate. Ich wollte euch darauf hinweisen. Reobrix 11033 Technology. Ein Hot Rod. Ich leg mal los. Bis in Kürze gleich. Bohrabschnitt 1 und 2 ist fertig. Und was soll ich sagen? Wir haben diesen Bordeaux-Weinroten, wie heißt diese Farbe hier? Nougat wahrscheinlich. Block, Autoblock fertig gebaut. Und ich glaube, man erkennt schon ziemlich gut, in welche Richtung es gehen wird. Alle Teile da. Die ersten beiden Bauabschnitte waren so, dass kein Teil übrig geblieben ist. Es waren zwei Teile übrig. Ich glaube aus der ersten Tüte, dafür waren aber in der Extra-Tüte zwei andere Teile bei. Ich glaube, die wurden von Reobrix ausgetauscht hier für den hinteren Teil. Ansonsten, die Qualität der Teile ist gut bis sehr gut. Die sind echt knackig. Also du musst manchmal zum Teil ordentlich drücken und dich konzentrieren, dass sie zusammengehen. Ist jetzt nicht, dass sie den Arbeit ausartet, aber sie fordern an gewissen Stellen etwas Engagement. Was ich sehr, sehr cool finde, sind hier diese Schutzbleche. Radkästen, wie auch immer, die sind nicht gebaut, die sind aus einem Formteil, aber jetzt keinem unbekannten Formteil. Das hier werden wahrscheinlich dann die vorderen Kotflügel werden. Ich glaube, das sind hier, ich sag jetzt einfach mal banal, so Teile, wenn man davon vier hat, kann man da so einen Ballon bauen. Ne? Oder fünf oder sechs. Ist, glaube ich, auch kein unbekannter Teil. Ansonsten, gibt es irgendwas zu meckern? Ja, würde ich sagen. Wenn ihr hier schaut, hier diese, das ist sehr schön gebaut, braun-weiß, das hier ist Weinrot. Ich sag mal, die Anleitung lässt euch da ein bisschen Fantasie zu. Also lässt euch, animiert euch, eure Fantasie zu nutzen, um rauszukriegen, ob das hier braun oder weinrot ist. Da hier nicht sehr viele Teile in braun verwendet werden, Heidewitzka, na, merkt man mal wieder. Mangelnde Schulbildung lässt euch derartig im Regen stehen. Es werden eigentlich nur diese 1x1 Fliesen hier benutzt, aber ihr benutzt auch sehr viele weinrote 1x1 Fliesen, aber wenn es dann um den Bereich geht, also man kriegt es ziemlich schnell raus, aber Anleitung ist dunkel, Farbdarstellung ist nicht so gut, funktioniert aber. Hier hinten ist auch eine Heckklappe, Kofferraumklappe, die aber nur so weit aufgeht, oder ich habe irgendwie den Punkt verpasst, die so zu bauen, weil es geht nicht. Jedenfalls da drin ist auch nochmal in diesem weiß-braunen Muster ausgefliest. Ja, unten, ja, sieht so aus, massiv. Ich hatte mich schon darüber gefreut, beziehungsweise wollte den Aufhänger nehmen, dass in diesem Auto kein einziges Technikteil verbaut wird, aber wenn wir die hier einbauen, die Reifen werden Achsen benutzt. Also kommt auch dieses aus Systemstellen gebaute Auto nicht ganz ohne Technikteile aus. Vorderen Reifen sind etwas kleiner und dünner als die hinteren. Das gibt dann wahrscheinlich die schöne Optik. Ansonsten sind hier die Felgen. Diese glänzende Silber, wo ich immer nicht weiß, ob das hier sprüht oder echt ist. Wobei das hier fühlt sich an, als wäre es, ich sag's jetzt mal ganz banal, silbernet Plastik. Ne? Da, Fokus. Ja. Wir schauen mal. Ja, ansonsten ja, Teile ohne Probleme. Das ist. Okay, die Fliesen haben die weltberühmten chinesischen Mikrokratzer. Ansonsten funktioniert ja alles. Ich werde jetzt den Bauabschnitt 3 fertig bauen. Ich habe schon gesehen, wie gesagt, die letzten beiden Seiten wollen mich dazu animieren, das hier aufzukleben. Ach, ich bin noch hin und her gerissen. Ich gucke mal, wie das wird. Wir lassen uns überraschen, ob ich einen Aufkleber aufbringe oder nicht. Ansonsten baue ich jetzt erstmal diesen Reobrix Technik Hot Rod fertig. Er ist fertig. Reobrix Technologie Hot Rod. Zum Thema Hot Rod kommen wir gleich nochmal. Er ist wunderschön. Sehr viel Bordeaux, dunkelrot, wie auch immer man es bezeichnen muss. Wahrscheinlich hier so ein bisschen Nougat und diese helleren, helles Nougat, würde ich sagen. Ihr könnt mir ja gerne reinschreiben, wie diese Farbtöne im wirklichen Leben heißen. Ich würde sagen, 3 Stunden habe ich gebraucht. Ganz entspannt. Es waren alle Teile da. Es ist nichts übrig geblieben. Ich schaue nochmal. Ah, hier. 2 Teile sind übrig geblieben. Ich habe nur eins, weil das andere Teil haben sich die Katzen nicht geschnappt. Ich wusste nicht, dass Katzen auf Legosteine stehen. Die packen die uns auch regelmäßig in die Schuhe und holen die auch von ganz oben Dachboden, wir sind hier im Erdgeschoss, runter und spielen damit. Ist ganz witzig, nur wenn sie dich an deinem Set vergreifen, ist es nicht witzig. Und hier bei dem Teil war es mir egal, da das hier nicht gebraucht wird. Das
war mit drin, aber die Teile, die man braucht, waren extra in meinem Set auf jeden Fall nochmal beigelegt. Aufkleber habe ich keinen einzelnen rangebracht. Saß hier 5 Minuten davor, habe geguckt, ich blende euch mal ein Bild ein von der Abbildung, der Anleitung, wie die Aufkleber und wo die Aufkleber raufkommen sollen. Habe ich mich entschieden, brauche er nicht. Das ist jetzt nicht wichtig bei und ich glaube, dass die Aufkleber, diese Massen hier und da ist auch viel Potenzial zum Schiefaufkleben bei, ich das glaube eher versemmeln würde, diesen Gesamteindruck. Und ich muss auch sagen, ich weiß, viele sagen jetzt wahrscheinlich, diese Farben sind und diese Kombi passt nicht. Mir gefällt es. Mir gefällt es wirklich. Er ist auch hier sehr, sehr leichtgängig und ich würde auch sagen, dass man damit spielen kann. Ne? Ist jetzt ein ziemlich großes, stabiles Spielmodell, aber wahrscheinlich wird es bei den meisten, wenn überhaupt, in der Vitrine landen. Kann dieses Auto. Also die Basisfunktion habe ich euch gezeigt. Ihr könnt hier die Tür aufmachen. Das könnt ihr auf der anderen Seite auch nochmal. Ihr könnt ihr so rum die Tür aufmachen und ihr könnt hier ein bisschen hinten die Heckklappe öffnen. Das war's. Ihr baut hier drinnen auch so eine Art angedeuteten Motor, aber hier gibt es keinerlei Klappfunktion, um da reinzugucken. Das ist da drinnen, fertig, basta. Ansonsten sind die Steine sehr massiv, stabil, fest und haben eine hohe Klemmkraft. Das bedeutet auch viel drücken und auch manchmal ein bisschen Kraft und manchmal müsst ihr auch aufpassen, weil zum Beispiel ihr baut hier das Dach und müsst ihr dann an mehreren Noppen festmachen und müsst da drücken und dürft doch nicht zu doll drücken, weil zu viel, na ihr wisst, zu viel hilft viel, ne? Dann kann es sein, dass da irgendwo anders was weggeht. Und, aber wenn es dann zusammen ist, dann ist das hier ein massiver, stabiler Klotz, ja? Die Steine sind wirklich, haben eine hohe Klemmkraft. Also ich würde sagen, Hobby früher. Ne, das ist jetzt nicht so, also mit Lego so leichtgängig wie Lego gar nicht. Ist sogar eine höhere Klemmkraft als Gobrix, würde ich sagen. Es hält hier auch alle super. Auch hier so was an einer Noppe ist, das ist wirklich stabil. Das Einzige, was ist, ist, glaube ich, hier irgendwo, Moment, ist das Teil, seht ihr, hier das Teil ist es. Das hier sind hier 2 Noppen, da sind aber nicht die Noppen das Problem, da ist die Konstruktion, die Noppen sind, sagen wir mal, so ein paar Millimeter tiefer, als sie sein müssten und dadurch können die nicht ihren vollen Kontakt aufnehmen und deswegen hält es nicht so bombenfest wie das Rest des Fahrzeuges. Mir gefällt er sehr. Ich finde ihn sehr hübsch, auch wenn ich jetzt in meiner bescheidenen, oberflächlichen Amateurkenntnis von Autos sagen würde, das ist jetzt kein Hot Rod. Das könnte man fast sogar noch, wenn man so ein bisschen dran rumfummelt, so Steampunk-mäßig machen. Ja. Erinnert mich ein bisschen an das Auto, nur ein ganz, ganz bisschen von die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Die hatten halt auch so ein ganz wildes. Also wenn mir jemand sagen würde, hier würde ich sagen, das ist einfach ein Oldtimer, ein ziemlich aufgepeppter Oldtimer. Aber für Hot Rod sieht der fast zu elegant aus, ne? Also Hot Rods sind doch eher mehr so klein, kompakt und bösartig. Und der sieht eher sehr, wie gesagt, sehr klassisch, stilvoll aus. Ja, hat mir Spaß gemacht zu bauen. Also hätte mir auch richtig Spaß gemacht zu bauen, wenn nicht diese etwas Hochglanz im künstlichen Licht arg spiegelnde und ja, dunkle Anleitung wäre. Und hier mit diesen dunklen Tönen und braun, wenn ihr die braun und die weinroten, bordeauxroten Teile nebeneinander haltet, dann seht ihr auf den ersten Blick, selbst wenn ihr ein bisschen sehschwach seid, dass es da sichtbare Unterschiede gibt zwischen den Farbtönen. Die Anleitung ist der Meinung, lassen wir mal 9 gerade sein, es bewegt sich in einem Farbspektrum. Da müsst ihr halt ein bisschen gucken und dann, wenn ihr auch viel Bordeaux aufeinander baut, dann saß ich auch manchmal da und hab dann den hier gemacht, weil die halt die Farben voll behalten und manchmal so mit grünen Pfeilen zeigen dir, wo es hingeht. Das ist manchmal nicht ganz glücklich. Ansonsten, wenn wir jetzt mal von diesen Farbsachen absehen, ist diese Anleitung wirklich top und hat keinerlei Fehler oder Probleme und lässt euch auch nicht im Stich und ihr könnt nach dieser Anleitung super dieses Set bauen. Wie gesagt, Einschränkung, Licht und Farbdarstellung. Aber da ihr mit insgesamt, glaube 4 oder 5 Farben arbeitet, ja, ein bisschen Silber, ein bisschen Weiß, Schwarz, Bordeaux, dieses Nougat, jenes Nougat und ein bisschen Braun, funktioniert es. Ja, das ist schön. Also nach jetzt insgesamt 3 Fehlkäufen bei UWOP, wofür nichts UWOP kann, sondern hauptsächlich 2-mal G-Star und 1-mal Mold King, kann ich euch den hier vorbehaltlos empfehlen. Preis weiß ich jetzt nicht, er war günstig, der ist nicht teuer. Die Teileanzahl, das ist ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich
Ich tippe mal, irgendwann wird er auch in Deutschland aufploppen. Vielleicht gibt es den auch schon in Nürnberg auf der Messe. Ich guck mal nach, ob es den gibt. Wenn jetzt dieses Video am Sonntag kommt, ist die Messe schon vorbei. Dann bin ich wieder da. Werde ich mal schauen, ob es den da auf dem Reobrix-Stand gibt. Ja, ansonsten 11.03 Reobrix. Super schicker Oldtimer aka Hot Rod. Ist eine Empfehlung. Könnt ihr euch holen. Fetzt, macht Spaß. So, das soll es auch wieder schon gewesen sein. Was als nächstes kommt, weiß ich nicht. Ha, entweder ich baue Mold King. Mold King, Mold King. Ich habe ein cooles Mold King Set. Also ich finde, das ist ein cooles Mold King Set. Viele von euch werden sagen, das ist kein cooles Mold King Set. Und ich habe oh Gott. Ah, da drüben steht es. Von Brix. Mit Y und X. Das Stadion von der Stadion in der Alten Försterei hier. Eisern Union. Da habe ich auch Bock drauf. Vielleicht nehme ich das auch mit zur Messe und baue das da. Vielleicht meint ihr das auch nicht. Ich weiß es nicht. Wir lassen uns überraschen. Puh, macht's gut.